Feind. Ich drücke jedenfalls nicht auf. Und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Oh, wir haben ihn endlich gelegt. Meine Fresse. Das war halt jetzt krass, weil ich musste den ganzen Weg jetzt nochmal machen durch das blöde Dungeon und... Ich denke, wir sind hier fertig. Ich konnte nicht speichern. Aranea? Ja? Du meintest, das Imperium macht sicher zu Waffen, oder? Die Magitek-Infanterie ist euch ein Begriff, oder? Klar. Die Blecheimer sind bei der Erforschung von Sichern entstanden. Von Sichern? Das Imperium spielt mit ganz dunklen Mächten. Pass bloß auf, Prinz. Ach, entschuldige, König. Ja, wir zurückkehren. Natürlich. Ich muss jetzt nur mal schauen, weil ich muss unbedingt Tränke auffüllen, Leute. Sieht richtig, richtig schlecht aus mit meinen Tränken. Die Ruine verlassen. Machen wir das doch mal. Frischluft. Oh. Na dann, trennen sich hier unsere Wege. Ihr habt schon genug Feinde, also seht in mir lieber eine Art Verbündete. Ich weiß nicht, auf wessen Seite du stehst, aber deine Hilfe war für uns von unschätzbarem Wert. Wie aufrichtig von dir. Wirke ich denn so verschlagen auf dich? Verzeih, bitte pass auf dich auf. Danke, werde ich tun. Meldet euch einfach, wenn ihr nochmal meine Dienste braucht. Das ist doch ganz nett. Ach, übrigens hat der Kanzler verlangt, dass ich euch hier höchstpersönlich rausbringe. Wenn ihr fertig seid, geht's mit meinem Luftschiff raus. Ein Glück, ist alles glatt gegangen. Noct, ich habe eine Nachricht von Sydney. Was sagt sie? Sie sagt, wir sollen nach Lestalum gehen. Im Kraftwerk arbeitet eine Freundin von ihr, die das Methylerz für uns raffinieren kann. Erst dann können wir es für die Reparatur vom Boot verwenden? Sobald wir uns ausgeruht haben, sollten wir schnellstens nach Lestalum gehen. Bereiten wir uns gut vor. Jo. Ich glaube, hier kommen wir sobald ich nicht mehr bräuchte... her. Willst du nicht noch schnell deine Angel auswerfen? Oh, hier kann man Tränke kaufen. Wir erstmal ein bisschen einkaufen. Heiltrank. Supertrank. Kaufen wir auch mal 10 Stück. Phoenix wieder kaufen wir auch mal 3. Leichter Niederschlag. Okay, so geht's Geld dahin, würde ich sagen. Boah, ey, war das ein Fight jetzt gerade mit dem scheiß Drachen, ne? Ich habe schon gedacht, wenn ich jetzt wieder sterbe, muss ich das ganze Ding nochmal machen. Aber jetzt werde ich speichern, Leute. Speichern. Ich werde mal das hier überspeichern. Jep. Okay. Schauen wir mal, was uns der Weg hinführt. Mit Aranea sprechen. Oh, was ist hier? Äther. Ne, wollen nicht kämpfen? Ihr wollt nach Lestalum? Oh. Kein Problem. Ein Katzensprung. Danke. So, seid ihr startklar? Ah, wenn du vorfährst, kannst du fürs Erste nicht umkehren. Yep. Ja. Wir können. Okay, schnallt euch an. Wow, seht nur. Ein rotes Luftschiff? Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Thank you.
Okay, haben wir wenigstens ein paar Stufen wieder gemacht. Wir speichern die Fotos ab. Der ist eh bald voll. Ich weiß gar nicht, wie das, wenn er voll ist, was dann passiert. Kapitel 8. Neue Ufer. Mit der Unterstützung des imperialen Kommandore Aranea gelingt es der Gruppe Mithril zu beschaffen. Bevor das Mineral für die Reparatur verwendet werden kann, muss es allerdings erst raffiniert werden. Sydney bittet Noctis, das Mithril zu ihrer Freundin Holly in Lestalum zu bringen. Ja, das machen wir doch jetzt mal. Schauen wir mal, ob er das Boot dann reparieren kann. Wenn es raffiniert ist. Es wäre geil gewesen, wenn man gegen den Drachen irgendwie, wenn er irgendwie eine Bestie da gewesen wäre oder so. Wenn wir was beschwören hätten können, aber ich schätze mal, wenn es ein Dungeon war, konnten wir das eben nicht machen oder wenn wir nicht im Freien waren. Aufwachen, Hoheit. Wir sind da. Im Kraftwerk scheint irgendwas los zu sein. Aber ich werde für die Arbeit da nicht bezahlt. Darum werden die Leute hier wohl auf euch bauen müssen. Ja. Geht klar. Passt gut auf euch auf. Machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Einige Stunden später. Mensch, Noct, das sieht echt toll aus. Willst du tauschen? Wir haben leider nur einen Anzug. Und von uns dreien bist du der stärkste Einzelkämpfer. Also stell dich gefälligst nicht so an. Oh mein Gott, was muss ich denn jetzt machen? Den Generator vor den Sichern beschützen. Oh mein Gott. Eins, zwei, Test. Kannst du mich hören? Alter, was mit dem Scheiße machen? Dank, dass du dich um die Sicher kümmerst. Das Mithril ist in der Zwischenzeit bei mir in den besten Händen. Es ist übrigens schon ein Jäger im Kraftwerk. Ein Jäger? Aber für einen allein sind das einfach zu viele. Also hilf ihm bitte. Ich bin okay? Schon dabei. Und leider noch eine schlechte Nachricht für dich. Die Sicher machen sich am Generator zu schaffen. Ich ging sicher, mein Gott. Da drin könnte alles in die Luft fliegen. Also beeil dich. Okay. Okay, geht klar. Genug Tränke haben wir ja, Gott sei Dank. Was ist das hier? Oh, Verstärkung? Hä? Ja. Die Viecher hier haben es ganz schön in sich. Warte mal schauen. Was ist das für Stufe 27? Das müssen wir da eigentlich schaffen. Ich wollte aber mal schauen, Fertigkeiten, 151 FP, da kann ich ja schon wieder ein bisschen was machen. Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen, ermöglicht, dass der Trümmer von sicher Einzelteilen durch Warp-Angriffe, das machen wir doch mal, wenn wir jetzt eh schon gegen sicher kämpfen müssen. ...333 FP. Boah. Gut, führt den allen durch, dass kein MP verursacht.
Statuswerte. Was haben wir denn hier noch? 333 brauchen wir noch, mein Gott. Gladius. Und, von drei Accessoires. Boah, 363 FP. Erhöht die Stärke aller Gefährten um ihre jeweilige Stufe. Ersetzt gleiche Effekte. Und das hört sich gut an. So, kann man noch was machen hier? Wartemodus, Königswaffen. Hier kann man nichts machen. Magie. Machen wir dann nochmal, oder? Was gibt's hier noch? Das glaube ich machen wir noch, dass die Zauber ein bisschen mehr Power haben. Ja, gar nicht. Als Jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen. Aber sieh dich vor. Bleib dicht hinter mir. Komm. Okay, der Jäger hat richtig gut Punkte. 2073. Haben wir denn hier irgendwas ausrüstungsmäßig, was wir noch anlegen können? Kleidung, Carbonreif. Schauen wir mal, was da noch so Schönes gibt. Was uns vielleicht ein bisschen mehr LP gibt. Nipp. Das ist nichts. Eigentlich nichts groß anlegen. Okay, hilft nicht. Dann machen wir weiter. So, das sind die Sicher. Hoffen wir, dass wir die jetzt gut killen können. Schaden, Mensch. Wo sind wir denn überhaupt hin? Wie hübsch ist Mensch?
Okay. Denke schon. Mensch, Gladio, bist ja doch ganz nützlich. War ich schon immer. 5 FP gleich. Wirst wieder gebucht. Mit Vergnügen. Und jetzt müssen wir hin? Da lang. Nö, hier geht's nicht hoch. Dann gehen wir hier hoch. Aufgabe abgeschlossen. Schichtwechsel im Kraftwerk. Mithrilstück. Gute Arbeit, Junge. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genauso eine große Hilfe wie der Profijäger hier. Jo. Gladio! Also warst du der andere Jäger, Gladio. Perfekt kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Warte mal. Ist das eine neue Narbe? Macht was her, oder? Hebt mit Sicherheit unser Image. Sehr gut. Nacht, Gladi, was für ein Zufall. Iris, danke fürs Bringen, Dustin. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast ja wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Sid hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Quest erfolgreich abgeschlossen. Wenn es euch da ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr wollt. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran, bis denn, ciao, ciao, euer Andi.